Jetzt kommen nämlich Freunde. Ich habe alle Staffeln gesehen von denen. Ich liebe diese Leute. Ich freue mich, dass sie da sind. Ich habe lange noch gebettelt. Heute sind sie da. Die Chippendales unter den Schrotthändlern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bloß in schön und intelligent. Hier sind die Ludolfs. Hallo. Hi. Hallo. Grüß dich. Komm rein. Hallo. Nun Platz, die Dudel! Ja. Oh, ein kleiner hier. Mann, ja, ich bin nass geworden. Ich bin auch nass geworden. Ja. Ah, ja, was zum Kuscheln. Gibt's ja was zu futtern. Ich bleib hier. Was hast du denn hier? Dann hast du ja alles feucht gemacht. Ja. Mann, was hast du denn hier gemacht? Nee, wir... Du bist auch Flecke. Gibt's hier genauso was, wie wir, oder warst du das? Habt ihr was zu trinken? Ich komm gar nicht zu Wort. Ich komm gar nicht zu Wort gerade. Nee, komm gar nicht zu Wort. Zwei Moment bitte, ich komme nicht zu Wort gerade. Ja, ich möchte, dass ihr könnt... Wenn du... Aber komm, ich hab wenn du nicht zu Wort kommst, dann kennst du mich noch nicht. Du kommst nie zu Wort. Ja. Du darfst es auch haben. Hast du denn... Ich bin was zum Essen? Was zum Essen? Setz du dich doch erstmal hin, okay? Ah, ja, ja. Wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir hier nicht die Nerven verlieren gerade. Jetzt setzt ihr euch erstmal hin. Jetzt setzt ihr euch erstmal hin. Buletten, ja. Ein Moment. Zack. Beruhigen, was ist das? Ich habe mich beruhigt. Ja, aber ich hier hin. Bitte? Setzt ihr euch bitte hin. Ich krieg Nerven zusammen. Nein, ich hab eine Allergie gegen Buletten. Nein. Hier kommt schon einer. Mein Körper stößt ab, das Zeug. Ja. Ja. Was, ey, oh, kommt hier rein, das ist wie ein Überfall. Ich wollte gerade mit den Füßen kuscheln da unten. Du weißt ja ganz genau, mein Senf habe ich bei. Kennt ja, Mann, ja, ihr seid ja... Senf. Moment mal. Ich muss das Telefon. Nein, nur einer nach dem anderen. Hau rein! Es eskaliert gerade. Ich hab doch den Papier. Ey. Was hat der überhaupt hier gemacht? Ich hab mich verlaufen, ich hab mich jetzt verlaufen. Ich finde nicht mehr rein jetzt. Ich hab jetzt da, hab mich verlaufen. Ey, die haben noch ein Puzzle-Bändchen. Wir haben hier. Schenk mich jemand gesagt. Eskaliert ja total. Wer verscheißert denn hier die Leute? Ich doch wohl. Wir laden uns hier ein und gibt mir was zu trinken. Was macht ihr dazu? Wo bin ich überhaupt? Ja, wo bleibt das Bier? Nur Cola und Wasser hier. Ja. Manometer, was sagst du dazu? Haben wir den drauf? Wo bin ich denn überhaupt? Roberto, weißt du Bescheid? Gar nichts mehr zum Essen bitte da, oder willst du was haben? Nee, total blöd. So, ja, wo bleibt das Bier hier? Keine Ahnung. Ich hab mich wirklich verlaufen. Ketchup! Willst du auch ein Bier haben? Ach, hier. Ketchup, bitteschön. Moderator, wo bleibst du, wenn wir zum Trinken haben hier? Was bleibt hier in den Saftladen? Mehr kriegst du auch nicht, du wärst mir sonst zu dick. Aber wisst ihr was, wir haben ein heißes Bett hier. Gibt's ja was zum Kuscheln? Hier, zum Saufen für dich, Uwe. Hier gibt's Bier! Bier! Ja, da kommt. Wo denn? Ja, da kommt Bier! Bier. Da rein, beweg dich mal hier, hol den Arschruß hier. Mann, jetzt komm, geht's aber um. Wir holen das Bier, wir kommen gleich wieder. Wir verlachen euch nicht. Mama mia, will der vier Bier trinken? Ja, komm her, komm rein, ja. So ja, dann ist aber Ruhe, ja? Ich krieg das Bier und dann ist gut. Hast du gehört, jetzt kriegen wir alle Bier, jetzt geht's rund hier. Der will aber viel Bier trinken. Ja, komm. Ey. Ich bin ja gar nicht, ich wollte auch einen haben. Ich möchte meine Sendung wieder zurück haben. Wenn du kein Bier haben willst, will ich hier keine Brause haben. Manometer. Das ist auch eine Pulle. Ja. Was trägt das ist doch kaputt, jetzt schneide ich mich dann noch hier. Ja. Mach dich doch mit der Zähne oder was? Bier und gib keine aus, wa? Hier, mach die Flasche zu. Pilla, lass das Ding da unten, hau ab, du Arsch. So, jetzt haben wir aber auch ein Bier, jetzt geht's rund hier. Die denken, du bist du weißt ja, Cola macht dick, die trinke ich überhaupt nicht. Du hast abgenommen, kann das sein? Ja, 62 Kilo.
32 ja, Monate. Braucht ihr zum Öffnen? Aber an Herrn kann er nicht abgeben. Ich will nichts zum Öffnen haben, ihr habt das schon. Aber mein Bruder... So, Brüste, ich sauf euch alle mit hier. Brust hier. Du musst keine Angst haben. Wir machen dir nicht nach. Brust auf euch alle. Ich hab eine halbe Pfand auf der Hose. Das würde ich nie machen, du weißt ja. War das der Präsident wieder, der das eben gerade... Das schmeckt wieder Zeug, wa? Aber meiner schäumt auch immer so. Ich hab mir Dampf aufgelaubt. Ist er das wieder? Ich rufe an. Der Präsident ganz frisch aufgemacht. Wer möchte Rollmöpfe haben? Ich hab ja wieder geguckt. Hallo? Wer möchte Rollmöpfe? Eine Rollmöpfe? Hast du Psychiateranleitung? Nee, hallo. Hallo, keiner da. Hören wir mal. Guck doch mal her. Ich genieße es. Hallo? Ey, da ist die ganz heiße Miete dran, wa? Ey, komm mal vorbei, meine Süße hier. Geh mal zum Knutschen hier. Ey, willst du knutschen? Nee, ich will mit dir nicht knutschen. Ja, Moment, wollen wir mal jetzt sag mal weiter. Warte, jetzt mal Ruhe jetzt hier. Du hast deine Frage nicht fertig geworden. Du hast mal Schwätze, du Feigmann. Ich habe drei Fragen, dann ist alles dabei. Ja, dann frag doch mal drei Fragen hier. Ich bin am Telefonieren mit dem Haus da hinten. Eine Frage nur. Ja, frag doch mal. Hallo, Süße. Ja. Wir gehen raus und klären mit unseren Männern. Komm. Aber ich suche eine kleine heiße Maus zum Knutschen, wa? Dafür kannst du nichts anfangen, noch große Schnauze und nichts dahinter. Doch, er will heute Abend immer kuscheln. Schlümpfe, weißt du, Schlümpfe unter Koks. Hast du sowas schon mal erlebt? Ich wollte einfach nur eine Frage. Ich habe viel erlebt in meinem Leben schon. Ich hatte viele Leute, auch viele Bekloppte in der Sendung, ja. Aber dick ist mir nicht vorgekommen. Du bist mein Mann. Hand drauf! Komm, lass mal die Leute in Ruhe, wen Reus. Roberto, wie geht's dir, Maus? Darf ich dir einen Handkuss geben? Manni, geh ihn alleine, lass die drin, wir ihn alleine raus, komm. Oh, ich werde jetzt gerne ein Händchen machen. Weißt du, was ich mache? Wir machen das jetzt so. Ich frage euch einzeln. Das ist gut. Ich frage euch einzeln. Ich trenne euch voneinander. Ja, ich trenne das manchmal gut. Ja. Spiel ihn raus. So, bald merkst du, dass das eng ist hier? Merkst du, dass das eng ist? Eng ist gut. Ganz gut. Ja, das ist der Blödmann vor uns schon, der Uwe. Nee, wo sind wir denn hier? Ich weiß ich auch nicht. Da muss man auch. Ich komme. Ui. Ja, kriegen wir alles hin. Oh, pfeifte Ding. So, wo sind wir jetzt? Wir sind dann so hoch. Bleib du doch hier. Du bleibst hier stehen. Wir machen, wir bauen das auf. Ja. Ja. Boah. Haben wir eine geile Volvo. Habt ihr das eigentlich jemals schon gehabt in eurem Leben, dass ihr zu dritt in einer Talkshow wart? Ach, ja, mal. Aber einer ist blöd. Ah, hallo. Hallo, Helge. Ey, was alles los, mein Kleiner? Ich höre das in dir nicht. Scheiße. Hab ich noch Kontakt? Ich habe Kontakt zur Außenwelt. Ah, oh, jetzt ist es an der Hand. Scheiße. Runter, rückwärts. Vorsichtig, gut. Sind die noch am Sprechen? Wir sind immer am Sprechen. Alles fort. Wir folgen dir. Oh, was für ein Auto ist hier? Ein Volvo? Ja, genau. Ihr bleibt mal da. Erklärt dir mal den Volvo. Sollen wir das verlegen? Erklärt dir mal den Volvo. Ich komme dann gleich. Ja, macht mal aber langsam, auch kleiner. Oh, da hat einer gekrümelt. So, schieß ab hier. Jetzt, wir gehen hier rein. Ja, rein, Uwe, ab. Komm. Lass ihn an. Fährt der noch? Wir hauen jetzt an. Das war Uwe, an. Ingrid. Ach, scheiß Ding hier. Rein, Manni. Ja, Mann, lass mich doch mal zufrieden. Hier, guck mal, mach aus, schließ ab da. Die sollen hier nicht mehr reinkommen. Scheiße. So, weg hier. So, wir kommen nächste Woche wieder. Und? So, und da sind wir vier ganz schön in den Arsch gekniffen, wa? Was war denn das? Da ist ja überhaupt keine Struktur reinzukriegen. Unglaublich. Sammy, komm, wir setzen noch mal an. Wir machen das, schneiden das alles komplett raus. Okay, super. Und, ihr bleibt da sitzen. Jetzt schneiden wir alles raus. Wir machen das per Blue Box, dann sitzt ihr im Bett. Du musst hier leider, ich höre gerade von Ingrid, noch mal jetzt die Fanta über den Rock. Ja, ne? Okay. Da hast du ja ein paar Gäste eingeladen. Ne? Ach, Helge, alles klar. Du, ich habe viel erlebt in meinem Leben, aber das hatte mich jetzt an meine Grenzen gerade gebracht. Haben wir die in Schach irgendwie halten draußen? Das irgendwas, wir können auch Kanthölzer benutzen, meine Dinge. Ein Orkan ist reingeweht. Ja, jetzt kommt davon, wenn man nicht abschließt.